Auf der Kinderstation hat Schwester Birgit nicht nur für ihre kleinen Patienten, sondern auch für deren Eltern ein stets offenes Ohr. So auch für Jasmin Steiner. Entschuldigung. Guten Tag, Steiner ist mein Name. Meine Tochter soll hier irgendwo liegen. Nora Steiner? Ja, der Badeunfall, ne? Ja, genau. Im Schwimmbad, ne? Ja. Ja, die Schwimmlehrerin, hat die Sie angerufen? Ja, die hat mich gerade angerufen, ja. Genau. Die Ärztin ist schon bei ihr. Gehen Sie mal rein. Die Mami ist da. Hallo, Frau Steiner. Hallo, Lisa. Hallo, mein Schatz. Wie geht's dir? Ja, ganz okay. Also, die hatten wir ja schon angerufen bei der Notaufnahme, ja. Ne? Das ist jetzt dann geröntgt worden. Und man sieht hier auch deutlich so ein Hämatom, ne? Wenn wir mal gucken wollen. Ei, da ist das Schlüsselbein auch gebrochen. Ja, der hat doch schon was gegen die Schmerzen bekommen. Aber ich will, meine Frau Anke kann Ihnen vielleicht genauer erklären. Wie konnte das passieren? Also ich war draußen und kam in die Schwimmhalle rein und wollte die Nora zum Aufwärmen schicken, wie die anderen Kinder. Und dann hat sie irgendwie komisch geatmet und ist hingefallen, also direkt auf die Schulter. Dann habe ich ihre Schulter gesehen und bin natürlich gleich mit ihr hier ins Krankenhaus gefahren. Ja. Ist dir schwindelig geworden? Hattest du Hunger? Nee, ich hatte keinen Hunger. Ich habe heute Morgen gefrühstückt. Ich habe ganz normal gegessen. Mir wurde einfach schwarz vor Augen. Ich bin hingefallen und dann bin ich jetzt hier. Ich weiß auch nicht, wie. Kann das vielleicht daran liegen, dass der Elias heute auch beim Schwimmunterricht war, Nora? Ja, war er, aber das hat nichts damit zu tun. Das war dein Freund? Vielleicht? Nein. Nein. Aber der hat nichts mit dem Unfall zu tun? Nein. Also geschubst oder geärgert oder? Nein. Ja, das Gegenteil. Okay. Wie alt bist du, 12? Ja. Na, das kann immer mal sein, auch die Hormonschübe, natürlich auch, wenn man zu wenig isst und trinkt, kann das gefährlich sein. Nora wurde von ihrer Schwimmlehrerin zu uns in die Notaufnahme gebracht, nach einem Sturz dort im Schwimmbad. Man konnte deutlich ein großes Hämatom im Bereich der Clavicula sehen. Nach einem Röntgen war klar, die Clavicula ist frakturiert und das Mädel muss zeitnah operiert werden. Deswegen würden wir die Operation, die nämlich zeitnah dann auch jetzt stattfinden. Okay, Gott sei Dank, ja. Wir machen jetzt eine stationäre Aufnahme. Okay. Nora, Schatz, ich habe Papa natürlich auch schon Bescheid gesagt, okay? Nicht der auch noch. Ja, du wärst heute gefahren. Heute wärst du hier mal richtig verwöhnt. Ich gehe ein paar Sachen holen und... Das wäre super. Später kommt Papa auch dazu, okay? Ja. Nora, gute Besserung. Ich wünsche dir eine gute OP und es wird alles. Danke. Wenn Frakturen disloziert sind und man nicht konservativ behandeln kann, bedarf es hier einer Operation. Dazu wird gerade bei Clavicula-Frakturen ein kleiner Hautschnitt gesetzt. Man versorgt die Bruchenden mit einer sogenannten Osteosynthese. Das heißt, wird eine kleine Platte eingesetzt, die fixiert wird. Dann wird alles wieder zugenäht. Dann bedarf es natürlich einer gewissen Zeit der Heilung und es wird eine kleine Narbe verbleiben. Wir sehen uns später, ja? Wahnsinn. Ich fahr mal vor. Ich weiß noch nicht, welches Zimmer. Ich bin in meinem Auto hergefahren, also alles gut. Noras gebrochenes Schlüsselbein soll noch am selben Nachmittag operiert werden. Als die Schwimmschülerin für den Eingriff vorbereitet wird, versucht Schwester Ann-Kathrin, das Vertrauen der 12-Jährigen zu gewinnen. Denn irgendwas scheint das Mädchen auf dem Herzen zu haben. Um die OP brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Das ist Routine. Ich bin mir sicher, dass du danach wirklich ziemlich schnell wieder auf den Beinen bist. Ich habe gehört, du gehst gern schwimmen? Nee, darauf habe ich einfach gar keine Lust mehr im Moment. Keine Ahnung. Okay, das ist ja schon echt komisch. Es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Gibt es da irgendwelche Probleme mit den anderen Jugendlichen? Nee, die sind alle nett dort, aber nee, ich habe einfach keine Lust. Aber was? Vielleicht irgendein anderer Stress? Nein. Okay, gibt es denn sonst irgendwas, was dich bedrückt? Abgesehen von der OP jetzt? Nö. Vielleicht, dass du so ein bisschen aufgeregt bist oder so? Nein, nicht wirklich jetzt. Gibt es Stress zu Hause? Naja, meine Eltern, die zeigen einfach kein Interesse mehr an mir. Die haben keine Lust mehr auf mich, die haben keine Lust mehr, irgendwas mit mir zu machen. Das ist... Wieso denkst du das denn? Das sind deine Eltern. Ich bin mir sicher, dass die dich lieben. Meine Aufgabe ist es, unter anderem den jungen Patienten die Angst vor so einer OP zu nehmen. Allerdings in Noras Fall hier hatte ich das Gefühl, dass der Schuh ganz woanders drückt. Und das sollte für uns doch ganz relevant werden. Also ich würde dir einfach raten, jetzt mal den Stress loszulassen für den Moment, dass du erstmal die OP hinter dich bringst und dass du halt nach der OP ganz dringend mit deinen Eltern mal darüber sprichst, weil das ist wirklich ganz wichtig. Mhm. Ne, weil das sind deine Eltern, die lieben dich. Ne, also mach dir erstmal keinen Stress, klär das mit deinen Eltern. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du gesund wirst. Okay.
Was die genaue Ursache für Noras niedergeschlagene Stimmung ist, soll erst nach der Operation zum Vorschein kommen und auch das Team der Kinderstation überraschen. Zuvor ereignet sich aber noch ein besorgniserregender Zwischenfall. Süße Maus, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ganz gut. Bist noch ein bisschen müde, ne? Ja. Wir lassen jetzt schön viel Flüssigkeiten in deinen Arm laufen, damit du schnell wieder fit wärst. Und du darfst jetzt auch schon trinken ein bisschen, ne? Gut. Wissen Sie denn, können Sie schon was sagen, wie die OP verlaufen ist? Also, wie man sieht, ja ganz gut, ne? Aber was da jetzt genau ist, das wird die Frau Dr. Maas Ihnen gleich sagen. Die kommen gleich rein. Die weiß, dass Sie da sind. Entschuldigung. Kannst du das nicht ausmachen? Das ist die Lisa, die Trainerin. Hi, grüß dich. Hi. Wie geht's denn der Nora? Hat sie die OP überstanden? Ach du, der geht's gut. Die liegt hier. Du, das kann ich dir aber am besten selber sagen. Hier, magst du mal die Lisa? Nee, ich kann nicht mit dir zu reden. Lisa? Du, ich glaube, ist noch ein bisschen kaputt von der OP. Du, ich melde mich einfach später, ja? Ja? Danke. Ciao, ciao. Ciao. War das die Schwimmlehrerin? Moment, ja. Stopp. Warum ruft Lisa auf deinem Handy an? Die hat doch meine Nummer bei der Anmeldung bekommen. Du weißt doch, wenn ich sie zum Schwimmen bringe. Hä? Schatzi, ganz langsam atmen. Hallo, mach mal die Augen auf. Birgit, kannst du mal bitte kommen? Ich hole mal gerade eine Hyperventilationsmaske. Lina, einmal den Mund zulassen. Mach mal einmal den Mund zu. Ganz ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Ist das von der OP vielleicht? Hey, warten Sie mal, so, gib mal schnell her. So. Okay, ganz ruhig atmen. Ganz ruhig atmen. Pass auf, ich lege hier mal einmal die Hand auf den Brustkorb. Ein, aus. Langsamer. Ein, aus. Ein, aus. Bist du von der OP? Ein, aus. Ja, Maus, das ist super. Ich nehme die Maske jetzt weg, du atmest weiter so ruhig, ja? Einverstanden? Gut. Okay, was war los, Birgit? Ja, es war irgendwie, der Auslöser hatte ich das Gefühl, das war ein Telefonat, ne? Moment, wir klären das erstmal. Also, Ihre Tochter hat jetzt hyperventiliert. Ich nehme an, Sie sind der Vater, ich habe Sie jetzt auch gesehen, Herr Maas, mein Name. Wir sind nicht dazu gekommen. Sie hat viel zu schnell und viel zu tief ein- und ausgeatmet. Ja, das führt dazu, dass man zu viel CO2 abatmet. Kurz nach der Operation kam es bei Nora zu einem erheblichen Zwischenfall. Sie hat hyperventiliert. Deswegen hat meine Kollegin Birgit, mich Ärztin Birgit, dazugeholt. Wir konnten sie relativ schnell beruhigen. Die Frage war jetzt nur, was hat diesen Anfall schon wieder getriggert? Dafür gibt es mehrere Varianten. Mhm. Ja, das kann einmal stoffwechselbedingt sein, hormonell bedingt sein, dass man so einen Atemantrieb entwickelt. Ich gucke mir gleich nochmal die Blutergebnisse an, sonst nehmen wir gleich nochmal Blut ab. Es kann aber auch psychogen sein. Das heißt, dass sie irgendwas so aufgewühlt hat, dass sie unterbewusst so geatmet hat und dann kommt es dazu. Vielleicht sogar auch ist es zum Unfall so gekommen. Weil die Schwimmlehrerin, die hat nämlich auch gesagt, dass sie, bevor sie gestürzt ist, komisch geatmet hat. So hat sie sich ausgedrückt. Genau. Sowas sollte natürlich nicht häufiger passieren, weil es, wie Sie gesehen haben, zu Unfällen kommen kann. Das müssen wir auf jeden Fall abklären. Gut ist, dass sie jetzt stationär hier ist. Eine Hyperventilation kann man nicht wirklich steuern, denn man merkt es nicht. Man ist plötzlich in der Situation drin. Hier ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man, wenn sowas häufiger vorkommt, dass man sich Hilfe holt. Erstmal, dass man weiß, was dort passiert, rechtzeitig Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel Rückatmen in einen Beutel durchführen kann. Aber auch vielleicht, wie man insgesamt mit dem Alltagsgeschehen klarkommt, damit es gar nicht so weit erst kommt. Wenn du merkst, dass es noch mal so kribbelt, ich lasse dir die Maske hier, setze die einfach auf und du klingelst direkt. Ja, wir gucken sowieso die ganze Zeit nach dir. Und ich würde Sie dann vielleicht bitten, dass wir sie, wenn es dir nichts ausmacht, wenn Mama und Papa ein bisschen rausgehen und draußen ein bisschen warten, dass du dich hier ein bisschen, ja? Du, wir sind direkt vor der Tür. Wir sind gleich wieder da, ja? Ja, kommst du ein bisschen zur Ruhe. Ich bleib noch einen Moment bei dir. Einverstanden? Warum Nora ausgerechnet auf den Videoanruf ihrer Schwimmtrainerin so heftig reagiert hat, soll sich schon eine halbe Stunde später aufklären. Ebenfalls mit einer extremen Reaktion der 12-Jährigen auf einen eigentlich schönen Vorschlag von Papa Martin. Nora, geht's dir jetzt wieder besser? Ja. Die Eltern hatten sich beruhigt, Nora hatte sich beruhigt, aber als wir dann ins Zimmer kamen, da ging's los. Da platzte es aus Nora einfach nur so raus. Du, pass mal auf, weißt du, was wir machen? Wenn wir hier raus sind, dann machen wir erstmal zu dritt einen schönen Familienausflug. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Ja. Ja, natürlich. Wir wollen unsere Familie wieder zusammenbringen, obwohl du schon eine neue Freundin hast. Du hast eine neue Freundin? Nee, ich habe noch keine neue Freundin. Du doch nicht so unschuldig. Natürlich. Schatzi, wie kommst du denn auf die Idee? Ich habe dich gesehen, als du mich zum Schwimmtraining gebracht hast.
Auf den Parkplatz mit Lisa? Ja, Papa stand doch nur auf dem Parkplatz mit ihr. Und hat sich mit ihr geküsst? Ja, wir treffen uns jetzt seit 2 Monaten ungefähr. Aber guck mal, wir sind doch noch in der Datingphase. Ja, und jetzt waren die Verhältnisse geklärt. Das Elternpaar ist seit 4 Monaten getrennt. Als ich daneben stand und hörte, dass er eine Freundin hat und die Ehefrau das so gelassen aufgenommen hat, habe ich mich schon gewundert. Also sind sie gar nicht zusammen? Also für uns waren sie jetzt eine Einheit als Familie, deswegen ich bin jetzt so ein bisschen überrascht. Wir sind mittlerweile jetzt seit 4 Monaten getrennt. Ja, okay. Also. Ja, aber wir verstehen uns gut, das ist alles kein Problem. Schatz, du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Wirklich. Mhm. Papa und ich, wir werden immer deine Eltern bleiben. Ja, ich vermute nämlich tatsächlich, dass sie sich große Sorgen gemacht hat. Und ich meine, für Kinder ist das ja immer schlimm, wenn die Eltern sich trennen. Ja, das reißt ja einen im Boden unter den Füßen weg. Erstmal ist sie mit der Trennung der Beziehung noch nicht ganz klar gekommen. Das ist natürlich schwierig. Ja. Dann hat sie gesehen, wie sie die Schwimmlehrerin geküsst haben. Und das war dann zu viel. Ne? Und das ist dann unterbewusst, atmet man halt so schnell und so tief. Und da kam es wahrscheinlich zu der Hyperventilation. Dadurch hat sie sich nicht gut gefühlt, war nicht mehr Herr ihrer Sinne wirklich, ist dann gestürzt. So, und dann jetzt hier nach der Operation war ja dieses Telefonat. Ne? Und ich denke, da hat sie diese Sorgen, die sie noch hatte, die kamen dann wieder hoch. Und dann war es das zweite Mal mit der Hyperventilation, würde ich jetzt vermuten. Ne? Wenn ich gewusst hätte, dass dich das so beschäftigt, dann hätte ich doch früher mit dir geredet. Also ich denke halt, dass es da vielleicht auch doch wirklich noch einiges aufzuarbeiten gibt. Ne? Weil als Kind will man natürlich, auch wenn man glaubt, dass beide Eltern einen lieben, möchte man sie als Einheit, als Familie zusammen haben. Ja, und das ist schon natürlich ein traumatisches Erlebnis. Und vielleicht können Sie da irgendwie noch professionelle Hilfe hinzuziehen, um das einfach aufzuarbeiten. Ne? Das ist das eine. Du kennst ja jetzt die Anzeichen, wann es losgeht. Kribbeln in Fingern ist ein Zeichen. Mhm. Hauptsache, du hältst dir irgendwas vor den Mund und atmest dann in diesen Hohlraum. Guck mal so, wenn ich so mache. Ne? So, und dann atmest du nämlich das, was du zu viel abgeatmet hast, an Kohlendioxid, wieder zurück. Also das ist für dich einmal die Hilfe, aber dann würde ich sagen, das dürfte eigentlich geklärt sein, weil es gab sonst keinerlei Anzeichen. Ich habe ja noch mit den Kollegen gesprochen, auch die Blutwerte geben keinerlei Hinweis auf eine organische Ursache. Mhm. Deswegen würde ich da jetzt von der Psychogenen ausgehen. Mhm. Und wie gesagt, die ganze Gesamtsituation würde das ja auch erklären. Gut, dann würde ich mich einfach verabschieden. Ja. Besprechen Sie noch in Ruhe. Bleibst du noch mal mit dir? Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Ja. Aber ich bin froh, dass es nichts Organisches ist. Weißt du, weil darüber können wir reden. Das kriegen wir auf jeden Fall in den Griff. Schlimmer wäre es gewesen, wenn jetzt irgendwas innerhalb deines Körpers... Weißt du, das Gute ist jetzt, wenn Mama und Papas getrennt sind, das eine Wochenende hast du die Mama 48 Stunden für dich und das andere Wochenende hast du den Papa 48 Stunden für dich. Und die sind nicht gestresst. Und den Familienausflug, den machen wir trotzdem. Ja, den machen wir trotzdem. Mithilfe einer Kinderpsychologin hat Nora gelernt, die Trennung ihrer Eltern zu akzeptieren. Mit dem Schwimmen hat die Schülerin aufgehört und spielt stattdessen Volleyball.